Und jetzt? Toll, jetzt ist es da unten und wir kommen nicht mehr ran. Aber jetzt ist das da oben grün. Beziehungsweise gelb. Aber jetzt grün. So, wenigstens das hat jetzt sofort geklappt. Hätte ja sein können, dass wir auch wieder zwischen der Leiter und der Wand runterrutschen. Ja, darüber springen können wir wohl nicht, ne? Autsch. Wow. Alter, manchmal denkt man echt, das Spiel ist abgestürzt. Hm? Ganz ruhig, Simon. Okay, hier geht es nicht lang. Aber bleib bitte jetzt unten und lauf nicht wieder gegen die... Ja, danke. Gegen die Wand. Es ist schon wieder so fucking ruhig. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ist hier irgendwo mehr? Scheinbar nicht. Ja, ganz ruhig. Ich komme und befreie dich. Das wäre jetzt echt scheiße gewesen, wenn das rot gewesen wäre. Da hätte ich mich verarscht gefühlt. So viel zum Dunbed. Das hat immer wieder glänzend funktioniert. Aber das war ja zu erwarten. Brauche ich jetzt nicht. Was haben wir denn jetzt hier wieder Schönes? Ein Omni-Tool. Erstmal einsetzen. Talking. That's rarely a good sign. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. Tada. You didn't know how to get us on? How difficult could it be? Tja, das werden wir wohl gleich sehen. Du bist ein Lappen. Siehe. Oh, gleich mal wieder rein. Das haben wir ja eben gelernt. Scheiße mit der Scheiße. Das bootet erstmal ab. Okay. Das wäre dann wohl soweit. Ja. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Okay, wir gucken uns erstmal ein bisschen weiter um. Das ist hier alles noch nicht ganz so easy peasy. Das ist auch nichts Wichtiges. Was haben wir hier? The Ark doesn't even look that bulky. This is gonna be easy. You haven't heard of the concept of jinxing, have you? Sorry, I forgot your people were superstitious. Hier sind ja auch noch Stromkabel. Wo kommen die denn jetzt wieder hin? Ich hänge fest. Hier irgendwo? Ich denke mal, wir müssen die ein bisschen rumfahren. Okay, können wir nicht rumfahren. Das können wir ein bisschen... Nee, können wir auch nicht. Was ist das denn? Das ist eine Stromquelle.
Hallo, ein bisschen drehen müssen wir dich. Ah, sieht aber auch nicht aus, ob das... Also, da müssen wir irgendwas hinstellen. Na klar! Give it a try. Das ist gar kein Problem. Can you reach the on switch? Ja. Oh, wir werden es gescannt. Should I be worried about radiation? I think we're beyond that. Ich denke auch. Interesting. You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Imogen Reed. Oh, wird really? Schlecht. It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard cortex chip for robots, including the data reader and the OcuTorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No, hold on, back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Hey, don't say that. She was my... She was nice to me. Anyway, the Cortex chip is good news. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into? Just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds. A sound mind and a sound body. Ja, das ist doch nett. So ein Kompliment hat mir noch niemand gemacht. So, gucken wir nochmal hier. Ach du Scheiße. Irgendwelche Zahlencodes. Ark mit Signalgeber vorbereiten. Alles klar. Powerpacks. Werkzeuge, FST-Kit, zusätzlicher Sauerstoff, P2-Genehmigungen. Hier noch ein schönes Foto. Wow, that's so cool. It's the whole gang. Yeah. Really? Who are you saving this for? The world was dead. Thanks, Simon. I thought being an asshole wasn't invented until the 22nd century. Hey. Now I know better. Heimatsu Kampfanzüge, ordnungsgemäße Benutzung für Ihre Sicherheit und die Ihrer Kollegen. Erstens, legen Sie den Neoprenunterzieher und Körperharness an. Prüfen Sie den HKA auf jegliche optische Schäden. Befestigen Sie nun alle Teile an Ihrem Harness. Beginnen Sie mit den Beinen und arbeiten Sie sich nach oben vor, wobei Sie alle Teile ineinander einrasten. Lassen Sie sich beim Rückenteil und beim Oberkörper von einem Kollegen helfen. Drücken Sie auf die Schaltfläche Sichern. Auf Ihrem Armstück. Nun sollten Sie hören, wie sich der Kampfanzug selbst versiegelt. Der Kampfanzug wird nun mit dem Druckausgleich beginnen und dazu auf den Sauerstofftank zugreifen. Sollte sich der Kampfanzug nicht selbst versiegeln, spannen Sie die Stoßdämpfer an und probieren Sie es erneut. Unternehmen Sie keinen Reparaturversuch. Sollte es immer noch nicht funktionieren, sondern wenn Sie sich an der wenden Sie sich an die Wartungsabteilung. Anmerkung, die HKA sind äußerst schwer, was aber ausgeglichen wird. Tatsächlich werden Sie mehr Kraft haben, als Ihnen bewusst sein wird. Seien Sie vorsichtig. Es gelten die Regeln der Standardausbildung. Halten Sie nicht den Atem an. Bleiben Sie nicht zu lange draußen, tauchen Sie nicht zu tief und tauchen Sie nicht mit defekter Ausrüstung. Alles klar, weiß ich Bescheid, wie man damit umzugehen hat. That's fire, right? Quick stop at Omicron, then tau, then fire. Let's do it. Alles klar. Ja, Shuttle nach Omikron nehmen, Hacke anziehen, mit der Aufzugsplattform in den Abgrund fahren, Tau überprüfen, lebt noch jemand, Tunnel nach Phi oder Phi öffnen, Arc starten. That's the fucking plan. So, was können wir noch hier machen? Stuhl wieder weg, ich kann mich eh nicht hinsetzen. Hau ab. Oh, wird auch mal schwerer. Dokumente. Meine Entscheidung. Ich habe mich entschlossen, die Ark mit den vorliegenden Scans abzuschließen. Tut mir leid für euch alle. Tut mir leid für alle von euch, die auch mitgehen wollten, aber von der Aussetzung des Projekts keine Chance mehr bekamen.
sich scannen zu lassen. Es ist schon 2 Monate her, seit ich den letzten Scan hinzugefügt habe und ich sehe keine Möglichkeit, wieder eine solche Unterstützung bei euch zu finden, wie ihr sie mir beim Start des Projekts gegeben habt. Tut mir leid. Ich wollte zu keinem Zeitpunkt, dass sich jemand das Leben nimmt. Niemals wollte ich irgendjemanden hinters Licht führen. Ich wollte nur etwas retten. Mehr wollte ich nicht. Dr. Catherine Chan. Was noch zu tun ist: Interface-Modul anwenden, ARC-Kapsel versiegeln, Genehmigung von 4Q einholen, Iwaschkin, Lindwall, Peterson und Hill instruieren, mit dem Shuttle nach Omikron fahren, Kampfanzüge abholen, mit der Aufzugplattform in den Abgrund fahren, Reorganisation bei Tau, Aufbruch zum Startplatz, Laden des Geschosses, Starten der ARC. Haben wir das auch? Omikron, blablabla, Pi. Na, bitte füllen Sie diese Kurzumfrage aus, damit wir die Personalmeinung beurteilen können. Ah, machen wir das jetzt noch? Na, wir machen alles hier. Kürzlich wurde beschlossen, dass das ARC-Projekt die letzte offizielle Handlung von Pardos 2 sein würde. Trotz des katastrophalen Zustands der Erde wurde das Personal dazu gedrängt, mit ihren Pflichten fortzufahren. Ich denke, das ARC-Projekt ist der logische Schritt in Richtung der Rettung der Menschheit und dass wir darauf so viel Zeit und Ressourcen wie nötig verwenden sollten. Zustimmen. Urk. Wie viele Fragen kommen denn da jetzt? Um an Bord zu gehen, muss jeder Passagier mit Hilfe eines Pilotensitzes mit elektromagnetischer Strahlung geflutet werden. Man weiß, dass diese Scan-Sessions Übelkeit und Kopfschmerzen verursachen, was manchmal bis zu 3 Tage lang anhalten kann. Ich finde, vorübergehendes körperliches Unbehagen, egal wie schlimm, ist ein kleiner Preis für die Rettung der Menschheit. Ja, da stimme ich doch auch zu. Ich bin voll der Verfechter der ARC, würde ich sagen. Die ARC wurde so konzipiert, dass sie in eine Ranger MKV-2-Sonde passt und demnach mit der Omega-Weltraumkanone in den Weltraum geschossen werden könnte. Technisch gesehen könnte sie dort tausende Jahre überdauern und vom Licht unserer Sonne und dem entfernter Sterne gespeist werden. Ich finde, die ARC sollte die Erde verlassen und in den Weltraum geschossen werden. Naja gut, wenn die Erde komplett zerstört wird, dann ja. Die Digitalisierung der Menschheit ist eine Gelegenheit für einen Quantensprung in unserer eigenen Evolution. Die Leute innerhalb der ARC müssen aus existierenden Gencode geschaffen werden, können aber zum Vornehmen kosmetischer Veränderungen, Verhindern von Alterung und sogar zur Vermeidung von Todesfällen modifiziert werden. Ich glaube, wir riskieren den Verlust unserer Menschlichkeit, wenn wir uns Krankheiten und Sterblichkeit entledigen würden. Der Satz ist nicht ganz richtig, würde ich sagen, ne? Ich denke mal, die wollen jetzt sagen, ich glaube, wir riskieren den Verlust unserer Menschlichkeit, wenn, ja, ich glaube, das eine riskieren ist aber zu viel. Ich glaube, wir riskieren den Verlust unserer Menschlichkeit, wenn wir uns Krankheit und Sterblichkeit entledigen würden. Ja, das glaube ich auch. Mittlerweile leben nur noch 58 Menschen, die in der ARC gespeichert werden können. Eine Möglichkeit zur Diversifizierung und Erweiterung der Bevölkerung wäre die Einführung künstlicher Intelligenzen, die in jedem Aspekt menschlich wirken würden, wenngleich mit kindlichen und naiven Empfinden ausgestattet. Im Zuge der weiteren Erforschung der Natur der Intelligenz könnten wir in der Zukunft eine Möglichkeit finden, sie noch klüger zu machen. Ich glaube, unsere Gesellschaft würde selbst von einer minderwertigen Gruppe künstlicher Menschen profitieren. Ach, machen wir mal ein bisschen uneingeschränkt, ne? Oh, guck mal da. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. So haben Ihre Kollegen abgestimmt. Zustimmen, zustimmen. Uneingeschränkt zustimmen. Ich bin auch ein Horst, ne? Ich habe immer nur zustimmen gelesen und nicht zu uneingeschränkt zustimmen, aber gut, kommt ja ungefähr auf dasselbe hinaus. Haben wir das also auch hinter uns? Dann macht doch jetzt mal das Ding an hier. Start an ARC Simulation. I want to see how it works. Ja, sag mir doch wie. ARC, ARC, ARC. Hm? Was geht? Achso. Hä?
Leck mich doch am Arsch. Ist das das Ding? Das haben wir ja schon angeschlossen. Ich weiß leider noch nicht, was ich machen soll. Ich brauche das Omni-Tool. Komm, wir fassen mal wieder rein. Angegriffen werde ich ja eh nicht. Das gerne nochmal an. So müsste es da eigentlich stehen. Steht es aber nicht. Wahrscheinlich, weil ich erstmal hier irgendwie die Lösung finden muss. Stand das hier irgendwo? Was ist denn das hier? Das versteht doch kein Schwein. Kann ich damit irgendwas anfangen? Es sind dann irgendwelche... Nö. Alter. Aber das Einzige, was anders leuchtet, ist das. Und hier ist es das. Wo weiß man jetzt, welches man hier wieder nehmen soll? Nehmen wir jetzt das. Und das. Und hier nichts mehr. Das. 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 Alter, das wird halt nichts mehr. Der leckt mich doch am Arsch. Gut, dass mich die Folge nicht ein bisschen ankotzt oder diese Aufnahmesession. So, jetzt ist alles weg. Woher weiß man denn, welche man hier nehmen soll? Verdammte Axt. Alter, ich steig nicht durch, verdammte Kacke. Thank you.
Woher weiß man denn, welche man jetzt machen soll, in welcher Reihenfolge? Der leckt mich am Arsch, ey. Ernsthaft? Das ist so alles nicht wahr. Try loading a dummy scan. Shouldn't be that difficult. I just want to make sure I understand how the scan data is formulated before. Oh, macht mich heute ein bisschen aggressiv. Macht mich heute ein bisschen. And then hit pause while the code is running. It'll give me a cross section of the process. Okay. Bam. Pause while the dummy is loaded, otherwise I can't know if it's working or not. Ich hab doch... You need to catch it while it's being loaded. What? Willst du mich verarschen? Try pausing it when the dummy is loaded. Ja. Machen wir es halt langsamer. Machen wir es noch langsamer. Na komm schon, Dummy. Dummy. Oh Gott. Jetzt bin ich auch schon ein bisschen so. Scheiße. Are we done here? Can we go to Omicron and get my new suit now? Yeah, we should get going. Want to bring this arc as a backup? No, that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go. Don't forget to take me with you. Das war's jetzt also. Die ganze Aufregung hier wieder umsonst. Oh, jetzt drücke ich auch noch die falsche Taste. Naja. Wie dem auch sei. Nimm mal wieder Catherine mit. Und wo gehen wir jetzt lang? Da hinten wahrscheinlich, ne? Alles klaro. Dum 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 dum. Scan mich schneller. Schneller.